Als ich so ungefähr 17 Jahre alt war, war mein Grundgefühl ganz doll. Ich fühle ein schwarzes Loch in mir und weiß nicht, wie ich das füllen soll oder womit. Heute kann ich sagen, da war eben diese fehlende Selbstliebe. Grundsätzlich möchte ich mich für Freunde fürs Leben einsetzen, weil ich es ganz wichtig finde, in Bezug auf meinen Beruf auch, da ich ja in der Öffentlichkeit stehe und da unsere Gesellschaft eben auch eine ist, wo es viel eben um Äußerlichkeiten geht und um wie man nach außen wirkt und welche Rollen spielen wir und wie zeigen wir uns nach außen, dass dabei oft, gerade in den Medien, verloren geht dieses »Wir sind alle Menschen«. Niemand ist davor gefeit, dass ihm vielleicht auch Schicksalsschläge im Leben passieren. Und ich finde es gerade besonders wichtig, dass ich über persönliche Dinge reden kann und anderen Mut machen kann. Und vielleicht, und wenn ich nur für eine kleine Person, die vielleicht dieses Video guckt und irgendeinen positiven Anstoß bringe, dann ist schon was geschafft. Als ich so circa 11 Jahre alt war, habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass mich ganz vieles sehr traurig gemacht hat und ich gar nicht zu dem Zeitpunkt, weil ich ja eben erst eine Elfjährige war, gar nicht sagen konnte, warum. Und es gab ganz viele Situationen, wo ich zum Beispiel dann eben echt lange und viel geweint habe. Ich kann mich erinnern, dass ich dann auch gerne eben in der Badewanne saß und lange geweint habe. Und eben das Gefühl hatte, dass ich die Gesellschaft nicht gut finde, so wie sie ist. Dass ich es schwierig finde, irgendwann auch ein erwachsener Mensch zu werden und gar nicht so werden will, wie diese ganzen Leute, die da draußen rumlaufen. Und ganz viel für mich nicht gut heiße, wie die Welt ist und wie Erwachsene, was sie mit der Welt machen und wie sie mit sich selbst umgehen. Und ich kam mir sehr verloren vor, phasenweise. Und natürlich gab es da meine Eltern und meine Mutter hätte mir wahrscheinlich auch gern geholfen, aber sie wusste gar nicht wie. Und zu meiner Zeit gab es eben auch nicht so präsent das Internet oder irgendwelche Informationen darüber, kann es denn sein, dass ein 11-jähriges Kind schon so traurig ist und worüber weint denn dieses Kind? Was ist denn das konkrete Problem? Ich war als Kind Bettnässer und das ist ein Thema gewesen, wo natürlich meine Familie dachte, oh, das darf man keinem sagen und versucht haben, mir beizubringen, Heimlichkeit ist vielleicht der bessere Weg. Und das haben sie nicht gemacht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie dachten, wir wollen das Kind beschützen. Beschützen vor vielleicht anderen Reaktionen. Jeder kennt den Spruch, Kinder können sehr grausam sein. Dieses pass dich an, sei wie alle anderen, damit du vielleicht es leichter im Leben hast. Und ich habe dann für mich gemerkt, dass diese Aussagen für mich aber nicht stimmen. Und für mich war es dann aber so, dass ich so konfrontiert worden bin mit der Situation, dass ich für mich entschieden habe, ich gehe raus und sage die Wahrheit und ich stehe dazu, wie ich bin, weil ich habe nichts zu verlieren. Ich bin eben, wie ich bin und bin daran ganz doll gewachsen und habe Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl für mich entdeckt mit solchen Sachen. Was ja jeder Mensch kennt, ist diese Phase vom Jugendlichen zum Erwachsenenwerden und auch diese Identitätsfindung, die stattfindet. Meistens so im Schnitt ist es so 20. bis 21. Lebensjahr, war es bei mir auch. Dieses man entscheidet, man ist fertig mit der Schule, man muss Verantwortung übernehmen, ins Leben rausgehen, sich vielleicht einen Job suchen oder einen Studienplatz, vielleicht von zu Hause ausziehen. Ist es mit Ängsten verbunden und dann war viel Raum da dafür, dass viel hochkam und erstmal durchgeführt und durchgelebt werden musste. Und da waren die Ängste teilweise auch so stark, dass sie mich gelähmt haben und man vielleicht dann sagen würde, das ging schon in Richtung Panikattacken, weil einfach so viel auf so einen jungen Menschen in dieser großen, wichtigen Phase auch einbricht.
Ängste sind etwas, die man zulassen muss und sich genau anschauen muss, damit sie einen nicht kontrollieren und einen nicht lähmen, sondern habe dann für mich immer Stück für Stück in meinem Leben bewusst auch entschieden, ich gucke mir meine Ängste an und gehe denen entgegen. Ich sage denen Hallo und sage denen guten Tag und gehe durch die durch. Und habe dann auch Dinge gemacht, die mir riesen Angst gemacht haben, weil oft auch Dinge, die man sich sehr wünscht oder die man vielleicht sich erträumt, einem auch gleichzeitig ganz große Angst machen, weil es immer mit einem selbst zu tun hat, was man dann vielleicht erreichen kann oder vielleicht die Versagensängste, die da sind. Das gibt es ja eine riesen Bandbreite. Habe ich einfach versucht im Leben, da durchzugehen und bin dann mit dem Rucksack alleine durch Thailand gereist als Beispiel, obwohl ich total Angst hatte und nicht wusste, was mich da erwartet, wenn ich da alleine irgendwie in einem fremden Land unterwegs bin. Und habe für mich halt gemerkt, das ist ein guter Weg, damit umzugehen. Als ich so ungefähr 17 Jahre alt war, war mein Grundgefühl ganz doll. Ich fühle ein schwarzes Loch in mir und weiß nicht, wie ich das füllen soll oder womit. Heute kann ich sagen, da war eben diese fehlende Selbstliebe. Aber damals wusste ich das natürlich nicht und hatte auch ganz doll das Gefühl, ich trage so die Last der Welt auf meinen Schultern und eben hier so eine Leere, die ich gerne als schwarzes Loch bezeichnet habe damals. Und war ganz doll auf der Suche, wie fülle ich das? Was ist das, was eigentlich einen Menschen glücklich macht und ausmacht? Bei mir im persönlichen Fall, vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, wer weiß, was andere 17-Jährige so erleben, gab es mehrere Punkte. In dem Alter ist mein Vater gestorben und hatte einen Autounfall und das heißt, ich hatte zusätzlich zu dem, was vielleicht sowieso schon jeder durchmacht, in seiner, ich werde bald 18 und muss hier irgendwie mit dem Leben verantwortungsbewusst umgehen Phase, hatte ich noch ganz viele emotionale Themen und habe in dieser Phase auch, was sicherlich alles zusammenhängt, dann auch ganz viel ausprobiert und probiere Drogen aus bis hin zu, ich rasiere mir eine Glatze, bis hin zu, ich gehe nicht mehr zur Schule, weil ich nicht weiß, ob ich das will. Will ich diesen Schulabschluss, was soll ich damit machen? Und in all dem noch eben einen Verlust zu erleben und einen großen Einschnitt ins Leben zu erleben, der auch grundsätzlich noch mal alles verändert, weil dann ist man ja ein Stück weit weniger Kind, wenn ein Elternteil nicht mehr da ist. Da war dann ein ganzer Berg an Emotionalem, was sozusagen auf mir lastete und ich musste irgendwie gucken, was mache ich daraus, wie gehe ich damit um, erdrückt mich das jetzt oder nicht oder was wird das hier? Und mir ging es wirklich schlecht. Ich würde sagen, in meinem Leben war das so die Phase, wo ich gefühlt habe, das geht so nicht weiter. So geht es nicht weiter. So will ich mein Leben nicht leben, so kann ich mein Leben nicht leben. Da in mir wohnt eigentlich ein Mensch, der ich eigentlich sein möchte. Und das weiß ich, aber ich komme nicht an ihn ran. Und ich wusste, ich muss entweder beginnen, danach zu graben und mich selbst zu finden. Oder, und das war eben, weil diese Gefühle alle so negativ und traurig und schlimm waren und das natürlich für einen Menschen in so einer Phase, einfach ist es ganz schwer auszuhalten, wenn man solche Gefühle hat, kam eben der Gedanke, das Gefühl, ich schaffe das nicht, ich kann dieses Leben nicht weiterleben, vielleicht bringe ich mich um.
musste ganz klar mich entweder für oder gegen das Leben entscheiden. Und auch wenn ganz viel verschüttet war und auch wenn ganz vieles da war, womit ich nicht umgehen konnte und ich wusste, wie ich mit all diesen verschiedenen Wut, Trauer, Angst, Gefühlen, wie ich die bewältigen soll oder überhaupt, wie ich da durchgehe, wie ich noch den nächsten Tag schaffe, habe ich irgendwo ganz tief in mir drin gewusst, da ist was und dafür lohnt es sich. Es gibt diese Ramona, die es früher gab oder die ich ursprünglich bin oder die ich hätte eigentlich werden sollen, die gibt es und die will leben. Und habe für mich diese Entscheidung getroffen, ich will leben. Und wenn ich lebe, dann richtig. Ist niemand anderes, der jetzt irgendwie in dem Moment jetzt das für mich tun kann. Ich muss das selber tun und die Grundentscheidung kam dann sozusagen von mir. Ich entscheide mich fürs Leben, ich habe keinen Plan wie und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll, aber ich entscheide mich jetzt für mich selbst. Und ich glaube, da hat das dann vielleicht angefangen mit diesem Punkt der Selbstliebe. Ja, das war ganz, ganz wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Es war mir damals natürlich alles nicht so klar bewusst, was sind die Punkte, die eigentlich dazu führen, dass ich eben mich in diese Richtung entscheide und nicht in die andere. Da denke ich, gibt es ganz viel, sowohl Negativbeispiele erlebt zu haben von Menschen, die sich kaputt gemacht haben, sowohl sowas hat dazu geführt, zu sagen, nein, das kann es nicht sein. Ich bin doch nicht auf dieser Welt, um mich selbst kaputt zu machen. Hier gibt es doch so viel Schönes, das lohnt sich. Bis hin zu die Liebe, die ich immer von meiner Mutter bekommen habe. Das war so ein ganz wichtiger Punkt, wo dieser Kern an Liebe gesät wurde. Bis hin zu, mir sind immer wieder Menschen begegnet, die ein offenes Ohr für mich hatten, die gesagt haben, gerade in der Phase, so mit 17, 18, gab es Menschen, die gesagt haben, dann komm doch zu uns zum Essen nach der Schule, dann gehst du wenigstens zur Schule und dann kommst du nachmittags zu uns und ich koche dir was zu essen, ich gebe dir Nachhilfe, ich helfe dir. Das waren dann so Kleinigkeiten, an denen ich mich dann so langhangeln konnte sozusagen. Grundsätzlich ist, finde ich, total wichtig, dass man darüber redet, dass es klar ist, dass immer dann, wenn man in solchen Phasen ist, wo es einem besonders schlecht geht oder vielleicht man eben Trauer, Wut, Angst, ganz negative Gefühle hat, die man glaubt, nicht aushalten zu können, die einen erdrücken, die einen irgendwie völlig fertig machen und einen dann ja auch so bestimmen. Oder auch die Gefühle der Taubheit, eben nichts zu fühlen. Es ist ja auch ein Gefühl, nicht zu wissen, was man fühlt, weil man alles verdrängt und einfach, weil es zu schwer zu ertragen ist, man wirklich wie stumpf sich fühlt und nichts mehr mitbekommt sozusagen. Dann kriegt man immer nicht mit, dass das gerade mit einem passiert, weil man drinsteckt. Immer wenn man drinsteckt, man kann sich nicht von außen betrachten, das ist ja das Schwierigste. Und man kann die anderen Menschen nicht nachfühlen, man weiß nicht, es geht bei denen ab, sonst wüsste man ja, ich bin nicht allein. Mich haben ganz oft Leute gefragt, ja und, bringt denn die Therapie was? Na, fühlst du dich schon anders so? Und dann guckst du so in dich rein und denkst, naja, irgendwie ist das schwarze Loch noch da und irgendwie ist diese Last noch da und irgendwie sind diese ganzen Gefühle noch da. Bringt das denn überhaupt was? Und immer dann, wenn man drinsteckt, kann man das nicht mitbekommen. Da passieren ganz kleine Minischritte. Und zwar nicht nur in dem Gespräch in der Therapie, sondern auch bei der Busfahrt nach Hause oder bei dem Gespräch mit dem besten Freund darüber oder bei allem, was einem im Leben begegnet, jede nette Geste, jedes liebe Wort, aber auch gerade, das finde ich ganz wichtig, das zu sagen, es sind nicht nur die positiven Dinge, die einen weiterbringen, sondern gerade die negativen Dinge. Das, was wir glauben, nicht aushalten zu können, die Gefühle, die uns so runterdrücken, das ist das, was uns
was aus uns was macht, woraus wir wachsen, was uns entwickeln lässt. Es gibt Möglichkeiten, relativ schnell Kontakt zu kriegen zu anderen Menschen, die sagen, hey, du bist nicht alleine und es lohnt sich weiterzuleben und dieses Leben ist toll und jeder Tag lohnt sich. Das kannst du vielleicht gerade nicht sehen, weil es dir so schlecht geht und das ist auch voll legitim und jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Aber du kannst da durchgehen und wir können auch zusammen durchgehen. Ich bin nicht angekommen, ich bin auf dem Weg und ich werde mein ganzes Leben lang auf dem Weg sein. Das ist vielleicht auch wichtig, dass man, oder für mich ist das wichtig, dass ich das für mich so klar habe. Ich bin einfach auf meinem Weg und der Weg ist das Ziel. Klingt blöd, aber ist so. Ich möchte auch jemand sein, der andere an die Hand nimmt und wenn es nur durch dieses Interview ist und sage, es kann weitergehen, du kannst das schaffen. Man kann, auch wenn man, ich kenne das, man glaubt, man kann es nicht schaffen. Es geht einem so schlecht, dass man denkt, es wird niemals besser werden. Und ich bin aber der lebende Beweis dafür, dass das geht. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade in dem Moment eine Freundin fürs Leben bin, für irgendwen, der das vielleicht sich anguckt und irgendetwas Positives für sich mitnehmen kann. Spontan fällt mir tatsächlich sofort ein, ich hatte Menschen, die Freundinnen fürs Leben und Freunde fürs Leben für mich waren, in ganz vielen Situationen, Gleichaltrige wie Ältere. Immer wieder hat das Leben mir Menschen geschickt, die mit irgendwelchen kleinen Gesten, lieben Worten oder einer Umarmung oder einfach mit dem Zuhören für mich da waren. Wenn ich jetzt so spontan denke, für wen bin ich eine Freundin fürs Leben? Vielleicht auf jeden Fall für meinen Sohn, aber fragen wir den, wenn der 18 ist, was der dazu sagt.